Fragen geben. 2 zu 6, 7 zu 6 und 2 zu 6. Nach zuletzt 3 Siegen in Folge gegen Stefan Edberg, also jetzt wieder mal eine Niederlage. Das zweite Viertelfinale, das schon bestritten ist, fand statt zwischen Andrei Medvedev und Mark Woodforde, dem Australier. Da gewann der Ukrainer ebenfalls in 3 Sätzen, 4 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 3 das Ergebnis. Momentan auf dem Platz seit ca. 15, 20 Minuten Pete Sampras gegen Goran Ivanisevic. Die beiden standen sich zum letzten Mal gegenüber im Mai dieses Jahres beim Sandplatzturnier in Rom. Da siegte Goran Ivanisevic in 2 Sätzen und er hat hier auch einen recht starken Eindruck hinterlassen. Gerade im Spiel gestern gegen Michael Chang eine hochkonzentrierte Leistung in 2 Sätzen gewonnen. 7 zu 6 und 7 zu 5. Wir gehen also jetzt dann gleich auf den Platz zu Pete Sampras gegen Goran Ivanisevic. Im Anschluss daran, nach einer etwa 5-minütigen Pause, dann kommt Boris Becker auf den Platz. Sein Viertelfinalgegner, der Franzose Arnaud Boetsch. Und gerade im zweiten Satz gestern gegen Karel Novacek bot ja Boris Becker eine recht ansprechende Leistung. Er ist sicher heute in diesem Match Favorit, aber Sie wissen ja, was in den letzten Wochen passiert ist. Sind wir gespannt, was uns da erwartet. Jetzt aber direkt auf den Center Court zum Match Pete Sampras gegen Goran Ivanisevic. Und das kommentiert für Sie Herbert Steffe. Es läuft der erste Satz. Noch nicht allzu viel passiert, zumindest was den Spielstand angeht. 3 zu 2 für Pete Sampras, Aufschlag Goran Ivanisevic. Und der kann jetzt das 3 zu 3 machen. Macht da den Fehler. Davon zu. Ja, wenn man hört, erster Satz, 3 zu 2. Im Spiel Pete Sampras gegen Goran Ivanisevic, dann meint man, da ist bisher alles glatt gelaufen, aber überraschenderweise, es gab schon 2 Breaks. Und das bei diesen beiden aufschlagstarken Spielern. Es gab schon insgesamt 10 Asse, das war jetzt das 6. von Goran. 4 von Pete Sampras und jetzt wieder Spielball für den Kroaten. 3-3. Monsieur Ivanisevic. Er schafft das 3-3. Aber ist mit seiner Leistung insgesamt noch nicht so zufrieden. Hat schon einige Male im Verlauf dieser ersten 17 Minuten seinen Schläger geschmissen. Vor allem hat er das Break, das Rebreak gegen sich, hat einfangen müssen zum 2 zu 2. Da flog der Schläger mal 10 Meter in die Höhe. Sicher überraschend, dass bisher eigentlich alle Aufschlagspiele sehr, sehr eng verlaufen sind. Bei den beiden ist man gewohnt, dass sie gleich mal einen Punkt abgeben bei einem Aufschlagspiel. Tronta. Oft auch zu Null gewinnen. Hier im bisherigen Verlauf des Matches ist das ganz anders.
Tsempres hält den Aufschlag, auch wenn er hart kämpfen muss gegen einen Goran Ivanišević, der sehr, sehr stark aufspielt. 4-3 die Führung für Tsempres im ersten. Bremen in der Saison 1992-93. Wer wird diesmal deutscher Meister? Hattrick, die Fußball-Bundesliga im deutschen Sportfernsehen. Heute 22.55 Uhr. Hier nochmal der aktuelle Spielstand. Noch ist nicht allzu viel passiert. Die ganz, ganz großen, die ganz, ganz langen Ballwechsel vor allem, die kann man bei diesem Match natürlich nicht erwarten. Beide Spieler leben von ihren Aufschlägen. Vielleicht noch mehr als Pete Sampras. Pete Sampras, der ja von vielen als der kompletteste Tennisspieler im Moment angesehen wird. Nicht zu Unrecht ist er also die Nummer 1 in der Weltrangliste. Und er wird auch, egal wie dieses Match endet, als Nummer 1 nach Frankfurt zum ATP-Finale reisen. Sein Gegner, Goran Ivanišević, dagegen, er hat nur noch eine Minimalchance, um Frankfurt zu erreichen. Safer fans. Unglaublich die Aufschläge des Kroaten. Nach 0:30 hat er sich konzentriert, so hatte er jetzt den Anschein. Da ist selbst ein Pete Sampras, der ein sehr, sehr schnelles Auge hat, auch schnell auf den Beinen ist. Guter Return-Spieler. Machtlos gegen diese Geschosse des Goran Ivanišević. Aber auch ein Pete Sampras kann gewaltig aufschlagen. Zu Null das Aufschlagspiel an den 22-jährigen Amerikaner. 5-4 in Führung. Der Halbfinalgegner von Stefan Edberg. Stefan Edberg heute im ersten Viertelfinale. Er
der Dreisatzsieger gegen Michael Stich. 2-5-7-6-2. Langer Zeit wieder mal ein Sieg von Stefan Edberg gegen Michael Stich. Erste in diesem Jahr bei 4 Niederlagen. Ja, wird es Pete Sampras oder Goran Ivanisevic? Noch ist alles offen in diesem ersten Satz. 5-4. Je ein Aufschlagverlust. Dabei beschenken sich nichts. Auch was die Aufschläge angeht. Hier leichte Führung für den Kroaten. Aber allein die Geschwindigkeit macht es ja nicht. Sampras muss seine Chance auf den zweiten Aufschlag des Kroaten nutzen. Er tut das auch. So wie in diesem Fall. Doch jetzt wieder zweiter Aufschlag bei 15-15. Wie aus dem Lehrbuch, die Rückhand von Pete Sampras, die Linie entlang. 15:30. Roman Ivanisevic und die Zuschauer sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Fußfehler gegen den Kroaten. Ja, und da beweist er, dass er nicht nur draufhauen kann, der Goran Ivanisevic. Er hat auch ein sehr, sehr ruhiges Händchen. Viel Gefühl bei diesem Volley-Stop. Einsatz von Pete Sampras. Klasse gespielt von beiden. Der Punkt an Ivanisevic. Sanctuary Park 2. Damit Ausgleich zum 5-5. Da kam er noch ran. Aber der Ball immer aus. Es bleibt eng. Das ist sehr, sehr gutes Tennis, das die beiden jetzt demonstrieren. Ganzer. Dagegen gehalten gegen den Aufschlag von Pete Sampras. Alles oder nichts. Und bei so einem Return, da ist selbst die Nummer 1 der Welt machtlos. 15:30. Tronta.
Pete Sampras mit Nerven, klare Zeichen, ein Doppelfehler und Breakball über den Court. So good play. Merci. War zwar wieder eng, aber er wehrt den Breakball ab mit sehr, sehr guten Aufschlägen. 6-5 die Führung für die Sampras. Alle Omnispor, Viertelfinale zwischen Goran Ivanisevic und Pete Sampras. 6-5 die Führung für den Amerikaner, aber Aufschlag beim Kroaten. Wer sich das noch nehmen lässt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Tiebreak wird wohl die Entscheidung in diesen ersten Satz bringen. Nur 6 von 16 Punkten am Netz für Goran Ivanisevic, eine schrecklich schwache Quote für ihn. Dennoch kann er das Spiel bisher ausgeglichen gestalten. Vielleicht hat er es überlassen. Sicher keines. Diesen Doppelfehler sicher nicht. Ein Pünktchen noch und dann tatsächlich die Entscheidung im Tiebreak des Ersten. Pete im Moment etwas Pech hat für diese Rückhand. 6-6, die Entscheidung also im Tiebreak. Und da hat Goran Ivanisevic vielleicht Vorteile, leichte Vorteile. Er hat diese Tiebreak-Entscheidung bei diesem Turnier zweimal erfahren müssen. Bei dem ersten Spiel gegen Jonas Svensson im Satz. Und im Tiebreak und gestern gegen Michael Chang. Den ersten auch im Tiebreak.
Break in diesem Tiebreak. 3:1 die Führung hier über Mihovic. Wenn es drauf ankommt, scheint er voll da zu sein. Mini-Break bei diesen beiden Akteuren kann im Tiebreak schon sehr, sehr viel bedeuten. So stark wie beide, vor allem wie Goran Ivanišević aufschlägt. Möglichkeit für Pete Sampras, sich das Mini-Break zurückzuholen. Er konnte den Ball im Ziel halten gegen den Aufschlag. Aber er macht dann, wir haben es gesehen, den entscheidenden Fehler. Zweite Führung. Permissives. Ein Fehler von Pete Sampras, noch ein sogenanntes Mini-Break. 6:3 jetzt die Führung des Kroaten und der hat jetzt nicht nur Ersatzball, sondern das ist in diesem Fall also ganz wichtig. Aufschlag und zwar sogar zwei. Er hat noch keinen abgegeben. Den gibt er nicht ab. Im Gegenteil, er holt sich den ersten Satz. 7:6. Das mehr als 40 Minuten gespielt. Und Applaus für beide Akteure sicher. Goran Ivanišević damit. Ein wenig der Tiebreak-König von Paris 93. Der dritte, den er spielt. Der dritte, den er gewonnen hat. Gestern auch im ersten Satz gegen Michael Chang. Da ging es ja sehr, sehr lang bis 1 Uhr in der Nacht. Was gleich mit dabei. Wir haben live übertragen. Und auch da gab es unsere DSL-Hotline. Und heute können Sie wieder anrufen. Und gestern haben uns sehr, sehr viele Anrufe erreicht. Viele sogar aus Zagreb. Auch dort kann man, wir waren selbst überrascht, das deutsche Sportfernsehen empfangen. Da hat man uns aufgeklärt, wie wird dieser Goran eigentlich richtig ausgesprochen. Und die korrekte Aussprache ist wohl Goran Ivanišević. Mir geht es ziemlich schwer über die Zunge, über die Lippen. Deswegen verzeihen Sie bitte, wenn ich bei meiner alten Aussprache bleibe. Ich glaube wenigstens zu wissen, wie es richtig ist. Wichtiger ist,
sicher für den Goran, dass er dieses Spiel gewinnt. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Wie schon im vergangenen Jahr, wieder am Ende der Saison, ein glänzend aufgelegter Goran Ivanisevic. Er hatte ja zu Beginn des Jahres Probleme. Pausieren konnte er auch in Offenheit antreten. Aber jetzt scheint er ja, rechtzeitig, vielleicht ein wenig zu spät, seine alte Form wiedergefunden zu haben. Und vor allem, er ist im Kopf voll da. Das ist ja nicht immer die Sache bei ihm. Premier Cities. Sagt noch mal einer dieser Goran Ivanisevic, könne nur draufhauen und draufhalten. Wenn der Ball im Spiel ist, dann kann er immer wieder sein glänzendes Ballgefühl auch unter Beweis stellen, so wie hier. Monsieur Ivanisevic. Premier de Zemosch. Inzwischen hat er dieses erste Aufschlagspiel im zweiten Satz beendet für sich. Also 1:0 die Führung für Goran Ivanisevic. Für diejenigen, die vielleicht jetzt erst zuschalten, nochmal der Hinweis. Es hat hier wenig Verschiebungen, nein, nicht Verschiebungen, Probleme gegeben mit der Zeit. Die ersten beiden Spiele haben sehr, sehr lang gedauert. Wir befinden uns im dritten Viertelfinale des heutigen Tages. Und es kommt noch aus deutscher Sicht natürlich der Höhepunkt. Boris Becker gegen Arno Bötsch. Auch dieses Spiel werden wir Ihnen natürlich live und in voller Länge zeigen. Egal, wann es angeht. Könnte in einer halben Stunde sein, könnte in einer Stunde sein, wann auch immer. Boris Becker gegen Arno Bötsch live im deutschen Sportfernsehen. Hier wird gesucht der Gegner von Stefan Edberg. Stefan Edberg heute mit einer ausgezeichneten Leistung gegen einen Michael Stich, der nicht an die Form der vergangenen Tage richtig anknüpfen konnte. Im zweiten Viertelfinale heute an dem Medvedev. Harter Kampf gegen Markus Bord, 3 Sätze. Der 19-jährige jüngste Teilnehmer hier bei diesem Turnier setzte sich schließlich durch. Ja, er könnte möglicherweise der Halbfinalgegner von Boris Becker werden. Etwas Glück, 15:30. Tronta.
Pete Sampras den Aufschlag von der Vorhandseite mit Sidespin in die Vorhandseite des Gegners. Roman Ivanisevic, ein Linkshänder, also seine Rückhand, und er war doch eingestellt, Breakball. Unheimlich dazugelernt, Goran Ivanisevic, vor allem was die Beinarbeit betrifft. Solche Bälle, da hat er vor einiger Zeit noch gar nicht versucht, überhaupt ranzukommen. Sicher auch ein Verdienst, ja, gleich nur der Verdienst von Bob Rett, seinem Trainer. Wurde noch kurz eingeblendet. Jürgen Sampras. Wieder ging es nicht ganz problemlos, das Aufschlagspiel des Pete Sampras. War sogar ein Breakball gegen ihn, aber drehen 1-1. Wieder läuft er diesen Ball glänzend und punktet dieses Mal auch noch. Wieder zu Null das Aufschlagspiel für Goran Ivanisevic. Eine starke Leistung des Kroaten und die Führung 2-2. Goran Ivanisevic, so etwas wie der Angstgegner des Pete Sampras. Fünfmal haben die beiden gegeneinander gespielt. Die Bilanz 4-1, recht eindeutig für Goran Ivanisevic. Die einzige Niederlage allerdings im Jahr 91 gab es die. Die war eben hier in Paris, Bercy. Achtelfinale, damals also der Sieg in Sampras 6-3, 6-7, 7-6. Ansonsten 4 Niederlagen, die letzte in diesem Jahr in Rom. Halbfinale, ein zweiter Sieg von Goran Ivanisevic. Und im Moment sieht es auch sehr, sehr gut aus wieder für den Kroaten. Satz hat er bereits gewonnen im Tiebreak, im zweiten Viertel 2-1, kein Break, allerdings Aufschlag Sampras. C'est
erahnt Goran Ivanisevic, wo der Aufschlag hinkommt. Wieder von der Vorhand nach außen gedreht, also auf die Rückhand des Goran Ivanisevic. Ein Weltklasse-Return und drei Breakbälle für den Kroaten. Den ersten Gleich verwandelt er. Hat noch nicht allzu viele Punkte gemacht, die Zentres in diesem zweiten Satz. Zweiten Mal ein Aufschlagspiel zu Null. Ivanisevic, Männer, zwei Schüsse. Jetzt das von Ivanisevic, jetzt das eigene. Auch im ersten konnte Goran Ivanisevic ein Break vorlegen. Für die Silence, merci. Gab dann seinen Aufschlag einmal ab, ob er das nochmal macht. So wie der Junge im Moment aufschlägt, kann ich mir nicht vorstellen. Schon der 11. Punkt in Folge für Goran Ivanisevic gegen die Nummer 1 der Welt. Das ist der 12. 4:1 die Führung Ivanisevic im Satz 2. Deutschlands neue Wochenzeitung. Die Woche. Heute neu. Exklusivinterview. Der Papst über den gerechten Krieg. Schlechtes im Kapitalismus und Gutes im Kommunismus. Medizin. Geklonte Kinder als Organspender. Großer Report über Genlabors. Die Woche. Neu bei Ihrem Zeitungshändler. Super handlich, der Leno Ultra Nachfüllkarton. Aber ist der auch so ergiebig wie der alte Beutel? Der schaffte so viel Wäsche. Und das kleine Leno Ultra? Es ist ultra konzentriert. Mit der kleinen Kappe. Schafft Lenor Ultra genauso viel. So handlich klein kann höchste Ergiebigkeit sein. Er ist schon irgendwie ein Tennisphänomen, dieser Goran Ivanisevic. Was hat der Mitte dieser Saison für katastrophale Spiele geliefert? Da gab es einen Aufspruch von ihm. Er wird sich überlegen, ob er in Zukunft bei den Damen mitspielt. Vielleicht kann er dann wieder mal ein Spiel gewinnen. Egal wo, auf welchem Belag, gegen wen er da antrat, da lief eine Zeit lang so gut wie nichts. Und jetzt wieder ist er in so blendender Verfassung. So wie im vergangenen Jahr beim ATP-Finale. Wer erinnert sich nicht an das legendäre Halbfinale gegen Boris Becker. Mal ein starkes Aufschlagspiel auch von Pete Sampras, möglicherweise zu spät. 4:2 die Führung des Kroaten.
neuen Break zum 3:1. Und Stimmung in der Halle. Ja, was soll er machen, der Pete Sampras? Er kann eigentlich nur darauf hoffen, dass Goran Ivanisevic der Aufschlag mal ausgeht. Der erste kommt, da ist er so gut wie chancenlos. Schauen Sie sich das an. Auch das gelingt Pete Sampras nicht mehr. Er resigniert ein wenig, so hat es zumindest den Anschein. 5:2 die Führung für Ivanisevic im zweiten Durchgang. Und dann nochmal zur Erinnerung, Boris Becker wird als Nächster auf den Platz kommen gegen Arno Bötsch. Nicht vor 19.30 Uhr, aber sobald er da ist, sobald die beiden da sind, werden auch wir dabei sein. Deutsche Sportfernsehen, Sie können sich jetzt schon drauf freuen. Aber jetzt bringen wir erst dieses Spiel zu Ende. Pete Sampras, er kann nochmal bei eigenem Aufschlag rankommen und dann vielleicht gelingt ihm ja das entscheidende Beatbreak. Keine Sicherung. Um im Satz zu bleiben. Die Zuschauer würden es gerne sehen, wenn der Goran Ivanisevic jetzt seinen Aufschlag abgeben würde. Nicht, weil sie was gegen den Kroaten hätten, aber sie würden sicher gern etwas mehr von den beiden sehen. Nur knapp über eine Stunde bisher gespielt. 6-7-3-5, der Spielstand aus Sicht der Nummer 1 der Welt. Und Goran Ivanisevic kann jetzt dieses Spielchen bei eigenem Aufschlag beenden. Zweimal ähnliche Bälle, gut reagiert zunächst von Goran Ivanisevic am Netz. Und dann beim ersten Punkt die Rückhand von Sampras im Aus, dieses Mal das Timing besser. Und jetzt hier nochmal 15-15. Ja.
Richard Jones. Merci. Wie eigentlich im gesamten Spiel, wenn es mal kritisch wurde, wenn es mal eng wurde für Goran Ivanišević. Ein starker erster Aufschlag, 12 Asse insgesamt. Und noch wesentlich mehr Winner mit danach, den ersten Service. Ihm aus, diese Rückhand von Pete Sampras. Wir haben den Aufschrei des Goran Ivanišević sicher gehört. Matchball bedeutet das. Der fünfte Sieg gegen Pete Sampras ist jetzt ganz, ganz nahe. Damit das Halbfinale gegen Stefan Edgar morgen. Umkämpfte Aufschlagspiel in diesem zweiten Durchgang des Goran Ivanišević. Er will vielleicht ein wenig zu viel. Und zum zweiten Mal in Folge die Vorhand im Netz. Nach Matchball tatsächlich Breakball. Plötzlich ist er wieder da, Pete Sampras. Hat gar nicht allzu viel dafür. Auch den schlägt Goran Ivanišević ins Aus. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Er hat den Matchball bei eigenem Aufschlag, vergibt ihn und macht dann drei, vor allem der letzte leichte, kinderleichte Fehler in Folge. Hoffentlich kann er das wegstecken. Pete Sampras plötzlich, er war schon weg, wieder da, 4-5. Jetzt hat der Amerikaner Aufschlag. Sollte dieses eine Spiel den gesamten Match an die Wende geben können. Er knabbert jetzt daran. Es ist ihm anzusehen, aber er hat gelernt, solche Dinger wegzustecken. Poprad hat viel mit ihm gearbeitet, gerade in diesem Bereich. Spieltechnisch kann man dem Goran Ivanišević ohnehin kaum mehr was beibringen. Er hat so ziemlich alle Schläge drauf. Nur im Kopf, da stimmt es manchmal. Immer noch nicht bei ihm. Großes, ausgewachsenes Kind, sagt viele. Tja, da bestimmt er diesen zweiten Durchgang, hat keine Probleme bei den Aufschlagspielen zuvor und plötzlich der Faden etwas gerissen. Zu überhastet die Vorhand, dreimal in Folge. Angst vor dem Siegen kann er nicht haben. Er hat schon so viel und letzten Viertelfinales heute, auf das wir alle warten. Boris Becker gegen Arno Bitsch. Die beiden direkt im Anschluss an dieses Match im deutschen Sportland. Kansas City. Thank you.
Jetzt kommen sie plötzlich wieder, die Schläge des Goran Ivanisevic. Ja, da war das, bei eigenem Aufschlag, so gemacht hätte. Könnte ja jetzt schon Autogramme geben. So hat Pete Sampras immer noch einen Ball, um auf 5:5 auszugleichen. Aber auch dieser Return hat die Linie geputzt. Aufgepasst war von Pete Sampras, aber dann doch den Ball zu exakt hat er setzen wollen. Knapp im Aus, war eigentlich gar nicht nötig, er hätte da auf Nummer sicher gehen können, Goran Ivanisevic wäre wohl nie und nimmer an den Ball gekommen. So aber setzt er ihn ins Aus und plötzlich Riesenstimmung in der Halle. Merci. Merci. Klasse Ballwechsel jetzt wieder und Spannung. Avantage, Sampras. Eigentlich machen, der Goran Ivanisevic. Kann er sich noch überlegen, die Linie entlang wäre vielleicht sogar günstiger gewesen, aber auf jeden Fall übers Netz hätte er ihn spielen müssen. Aber wenn es eng ist, plötzlich Probleme bei Goran Ivanisevic. Und jetzt wird es drauf ankommen, auf dieses Aufschlagspiel. Jetzt tatsächlich jede Chance, die sich ihm bietet. Pete Sampras, allzu viel bieten sich im Moment nicht gegen den wiedererstarkten Aufschlag von Goran Ivanisevic. Und Goran Ivanisevic macht den Punkt, macht das Spiel zum 6:5. Warum ging das nicht im Aufschlagspiel zuvor? So wird er sich möglicherweise denken. Auf der anderen Seite, er hat jetzt natürlich zwei kleine Vorteile auf seiner Seite. Zum einen, er führt schon mal 6:5, also die Sampras muss unbedingt nachziehen, um wenigstens den Tiebreak zu erreichen. Und dann im Tiebreak, selbst da könnte sich Goran Ivanisevic ja eine Niederlage erlauben, denn dann würde die Entscheidung in Satz 3 fallen. Die Sampras dagegen muss unbedingt jetzt alle
Pause machen, sein Aufbauspiel durchbringen und dann den Tiebreak gewinnen. Und wie gesagt, Goran Ivanisevic ist ja so ein wenig der kleine Tiebreak-König in diesem Turnier. Dreimal angetreten, dreimal gewonnen. Auf der anderen Seite, wenn man einen Mann wie Pete Sampras so zurückbringt ins Spiel, da konnte Pete Sampras fast gar nicht allzu viel selbst dazu. Dann plötzlich Aussetzer da bei Goran Ivanisevic. Dann wird der Pete Sampras natürlich doppelt gefährlich. Plötzlich bittet er seine Chance. Nachdem er selbst bei 2-5 im zweiten Satz fast ein wenig, so hatte es den Anschein, resigniert hatte. Merci. Gerade in dieser spannenden Phase, prima Ballwechsel. Und damit jetzt gegen den aufschlagenden Pete Sampras. Matchball Nummer 2 für Goran Ivanisevic. Eigenem Aufschlag hat er es nicht geschafft, der Kroate. Erst zu verwerten. Bringt er ins Feld, schauen Sie sich diese Freude an, dieser Jubel, was fällt da von seinen Schultern, einen Matchball vergeben, das hat ihn natürlich gewurmt, da wäre beinahe mal das Spiel nochmal gekippt, aber dieser Goran Ivanisevic, er ist auch im Kopf stärker geworden, wesentlich stärker, er hat das weggesteckt und sehen Sie sich an, hören Sie sich an, wie er gefeiert wird. Ja, das wird ein Klassiker morgen. Halbfinale Stefan Edberg gegen Goran Ivanisevic. So stark, wie die beiden heute aufgespielt haben. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Pete Sampras, das muss man sagen, war heute der etwas schwächere Spieler. Goran Ivanisevic, trotz einer ein oder zwei Durchhänger, verdienter Sieger. Er steht verdient im Halbfinale. Ein Halbfinalist wird noch gesucht, Boris Becker oder Arno Bötsch. Das Ganze wird sich in den nächsten Stunden entscheiden. In circa 10 Minuten wird es losgehen. Bei uns geht es gleich weiter mit Wolfgang Wild aus dem Studio.